Servus, ich bin die Babsi von Breizloh. In meinem Kanal seht ihr, wie wir Bier brauen, was wir sonst noch so machen und wer bei uns arbeitet. Heute haben wir mal ein bisschen ein anderes Format, nämlich in Form eines Interviews. Da erzähle ich euch nämlich, um was bei uns beim Breizloh so geht, wie alles angefangen hat und noch ein bisschen mehr. In Loh bei Dorfen wird seit 1928 Bier gebraut. Nach einer Anzeige wegen Schwarzbrauns gründete der Urgroßvater von Barbara Lohmeier, der heutigen Bräuin, seine eigene Brauerei. Und heute leitet die Babsi als Bräuin in vierter Generation die Familienbrauerei Breizloh. Sie braut das gute Loher Bier nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Die Kundschaften, die schätzen die hohe Braukunst der Bräuin und die feinen Bierspezialitäten aus Loh. Ja, Wahnsinn, Babsi, das sind deine Großeltern, gell? Ja. Mhm. Wer ist jetzt da wer? Also das ist die Maria Lohmeier und das ist der Nikolaus Lohmeier, also mein Opa. Mhm. Der hat es von seinem Uropa von seinem Vater übernommen, der die gegründet hat, die Brauerei. Wahnsinn. Und deine Oma, da habt ihr ja Bier gemacht, gell? Ja, genau, haben wir extra Bier gemacht für die Oma, weil die immer so fleißig gekämpft hat halt für die Brauerei. Auch während dem Krieg, wo mein Opa halt weg war und später, als er halt dann die Meisterprüfung gemacht hat in Minger bei Dömenz, hat sie ganz fleißig dafür gesorgt, dass es weitergeht. Über die Generationen entwickelt sich das Geschäft und wächst fleißig voran. Die Liefermengen werden erhöht und es wird auch konsequent in den Betrieb investiert. Schlussendlich steigt 1998 die Urenkelin Babsi Lohmeier in das Familiengeschäft mit ein. Nach einer Braumeisterausbildung wird sie dann später, 2020, den Betrieb auch übernehmen. Für mich ist das eigentlich immer festgestanden, dass ich das machen möchte. Das, also seit ich so mit 14 mit dem Bier mitgefahren bin oder auch mal Vertretung gemacht habe für meine Eltern, wenn die nicht da waren, war für mich eigentlich klar, dass ich das mal machen möchte. Übrigens, Babsi Lohmeier wird zum 500-jährigen Jubiläum des Bayerischen Reinheitsgebot als Wächterin über das Reinheitsgebot ausgezeichnet. Und Auszeichnungen gibt es auch regelmäßig für die Auszubildenden von Breizloh. Mit Bestauszeichnungen der Handwerkskammer und des Bayerischen Brauerbunds fällt die kleine Familienbrauerei mit ihren Auszubildenden immer wieder auf. Der erste war 2014, muss das gewesen sein. Und dann haben wir 2021 noch jemand gehabt und jetzt halt wieder. Also das ist schon ganz toll. Und freut mich. Aktuell arbeiten wieder drei junge Frauen in der Brauerei und lernen das Handwerk des Brauens und alles Kaufmännische für eine Brauerei kennen. Ja, und sie sehen auch viel mehr in so einer kleinen Brauerei. Sie sehen einfach, wie das genau passiert. Also nicht nur auf dem Bildschirm bei der Steuerung, sondern halt auch haben die Nähe zum Produkt und sehen das hautnah. Was hat sich nicht verändert zwischen den Generationen der Urgroßeltern im Vergleich zu heute? Ja, einfach die Liebe zum Bier, die Liebe zur Heimat, dass man sich da halt schon sehr verbunden fühlt und dass man halt einfach das Bier auch machen möchte für die Leute da vor Ort und dass denen gut schmeckt und dass die einen Spaß dabei haben. Euch gefällt's? Dann abonniert mich, gebt mir ein Like. Und dann sehen wir uns und ihr verpasst nie wieder, was bei mir so passiert.